Wir werden heute die Spiralgalaxie im Sternbild Drache fotografieren, und zwar NGC 5907. Und zwar geht es mir bei dieser Galaxie ganz speziell um einen bestimmten Sternstrom. Also da gibt es ja mittlerweile so die wildesten Streitigkeiten da im Internet. Die einen behaupten, da gibt es eben nur einen Sternstrom, und dann gibt es eben da auch ein Paper, das eben zeigt und auch behauptet quasi, dass es dann noch einen zweiten Sternstrom gibt. Und ich habe mir jetzt hier mal das ambitionierte Ziel gesetzt, mit diesem Equipment hier das Ganze mal zu verifizieren, beziehungsweise halt mal nachzusehen, ist das ein Sternstrom oder sind tatsächlich zwei. Ja, damit herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Daniel. Wenn du dich auch zum Thema Astrofotografie interessierst, abonniere gerne diesen Kanal, damit du auch künftig keine Videos hier verpasst. Viel Spaß! Ja, um euch jetzt hier nicht allzu lange auf die Folter zu spannen, möchte ich euch einfach mal kurz zeigen, um was es hier eigentlich geht. Also hier ist das Bild oder die Seite von Wikipedia, was man eben auch als erstes findet, wenn man mal danach googelt. Und um dieses Bild hier geht es eigentlich. Also ihr seht jetzt hier die Galaxie selbst und dann seht ihr eben hier diesen Sternstrom. Und man sieht auch, dass hier noch ein zweiter Sternstrom ist. Und der ist hier eigentlich genauso hell wie dieser hier. Ja, und wenn man jetzt hier noch ein bisschen weiter googelt, dann findet man eben unter anderem nochmal das gleiche Bild, das war eben dann auch der Apod, und zwar am 19. Juni 2008. Und ich habe dann noch ein bisschen gegoogelt, da findet man dann unter anderem auch dieses Bild hier, das war hier im Juli 2011. Da sieht man hier auch eindeutig zwei dieser Sternströme. Wobei der erste eben hier auch noch bis ganz runter geht und aber hier dann auch irgendwo aufhört. Ja, eins habe ich dann noch gefunden auf die Schnelle, und zwar ein Bild vom Capella Observatory, und hier sieht man auch diese zwei Sternströme. Also man sieht es hier ganz dezent, beziehungsweise wenn man hier noch runter scrollt, ist das Ganze hier auch noch mal invertiert, das sieht man so ein bisschen besser. Also auch der geht hier bis runter und hier dann auch noch ein zweiter. So. Jetzt zeige ich euch an dieser Stelle mal meine Bilder. Und zwar fangen wir zunächst einmal hier mit dem Luminanzfilter an. Hier habe ich schon mal die ersten Bilder gesteckt, weil ich war halt schon so neugierig, gleich direkt mal nach der ersten Nacht mit 4 Stunden Belichtungszeit. Und ich gehe jetzt hier mal auf den maximalen Stretch. Und da sieht man hier schon eindeutig einen leichten Sternstrom. Ihr seht es hier hoffentlich. Also hier nach hier, hier wird es dann relativ dunkel quasi, also da ist dann eigentlich nichts mehr zu sehen und auch hier ist nichts mehr zu sehen. Das war jetzt hier eben, wie gesagt, nach 4 Stunden Belichtungszeit. So, dann habe ich hier nochmal nachgelegt. So, hier nach 8,5 Stunden sieht man den Sternstrom nochmal ein bisschen deutlicher und hier sieht man auch zum ersten Mal schon, dass der so rüber geht. Also zumindest ich sehe das jetzt hier, ich weiß es nicht, natürlich mit dieser YouTube-Komprimierung geht leider immer ein bisschen was verloren, aber hier sieht man es ganz schwach, dass eben das auch hier ungefähr bis hierhin so geht. Und hier ist es dann noch ein bisschen deutlicher. Aber man sieht eindeutig, dass der Bogen hier endet, also der geht nicht hier runter und ich sehe hier eindeutig keinen zweiten Bogen. So, ich habe dann nochmal nachgelegt und bin dann hier auf ungefähr 19 Stunden Belichtungszeit gegangen. Und das ist jetzt hier dieses Ergebnis. Man sieht auch gleich direkt, dass zwischen den 8,5 Stunden und 19 Stunden gar nicht so viel Unterschied ist, aber ein bisschen einer ist. Also man sieht jetzt hier schon nochmal, dass dieser Sternstrom hier nochmal deutlicher wird. Und hier sieht man den auch nochmal ein bisschen deutlicher, bis ungefähr hierhin, wo dieser eine helle Stern ist.
mehr sieht man hier nicht. Und ich denke mal, auch wenn ich jetzt hier noch auf 40 Stunden Belichtungszeit erhöht hätte, wäre wahrscheinlich mit meinem Equipment, mit meinem Portal 4 Himmel nicht mehr viel mehr da herausgekommen. Ja, also ihr müsst trotzdem noch denken, das ist absolutes Amateur-Equipment, was ich hier habe, ist eigentlich nur ein 10 Zoll Newton, wie ihn auch noch recht viele haben. Und kann man jetzt natürlich nicht mit so einem Riesending, wie ihn halt die großen Observatorien haben, mit einem Meter Spiegel und so weiter vergleichen. Was ich euch jetzt hier an dieser Stelle auch noch kurz zeigen möchte, nur mal so zum Vergleich, das sind jetzt hier eben die 4 Stunden Belichtungszeit, nur Luminanz mit der Monokamera. Und jetzt hier zum Vergleich, RGB-Aufnahmen, ebenfalls 4 Stunden mit der Monokamera. Und wenn ich jetzt das hier mal reingebe, sieht man auch maximal gestreckt, sieht man, dass man eindeutig keinen Sternstrom sieht. Und ich bin mir jetzt hier in diesem Fall ziemlich sicher, wenn ich jetzt hier eine Farbkamera hätte und ich würde auch 50 Stunden belichten, hätte ich vermutlich kaum eine Chance, diesen extrem lichtschwachen Sternstrom hier sichtbar zu machen. Also da sieht man wirklich überhaupt nichts nach 4 Stunden Belichtungszeit, währenddessen man mit dem Luminanzfilter hier schon eindeutig was sieht. Also auch hier kann man an dieser Stelle auf jeden Fall sagen, dass eine Monokamera in jedem Fall Sinn macht, zumindest wenn man einen halbwegs dunklen Himmel hat und eben dann mit dem Luminanzfilter da wirklich so extrem lichtschwache Deep Sky Objekte fotografieren möchte. Ja, und ich habe dann hier noch ein bisschen weiter gegoogelt und habe dann unter anderem dieses Paper hier gefunden. Da wurden nämlich dann schon ein paar andere Astronomen ein bisschen misstrauisch und sind der Sache hier mal nachgegangen. Und siehe da, die haben auch nur diesen einen Sternstrom hier entdeckt. Und hier wurde dann eben auch auf dieses andere Bild hier eingegangen, also auf dieses hier. Und der ist eben hier nicht da und auch dieser zweite Sternstrom ist nicht vorhanden. Ja, wenn das jemanden interessiert, ich kann das auch alles mal unten in der Videobeschreibung hier verlinken, dann könnt ihr auch das noch im Detail gerne lesen. So, hier dann noch ein zweites Paper, das dürfte hier vom Jahr 2015 sein. Auch hier wurde dem Ganzen nochmal auf die Schliche gegangen. Hier sieht man auch eindeutig einen Sternstrom, hier relativ kräftig, hier dann leichter und hier dann noch leichter, bis zu diesem einen hellen Stern. Also ziemlich genau das, was dann auch hier auf meinen Aufnahmen drauf ist. Ja, und diese Seite hier im spektrum.de habe ich dann vom Jahr 2020 noch gefunden. Schwindelnde Sternströme, was ist hier los? Der Titel. Hier dann zunächst einmal wieder dieses eine Bild. Und ja, hier dann auch wieder das von dem Paper. Also hier wurde das Ganze dann nochmal zusammengefasst, auf Deutsch hier auch, und ja, mit diesem riesen Ding hier quasi das Bild hier gemacht mit 1,4 Meter Durchmesser, und es kam auch hier kein zweiter Sternstrom zum Vorschein. So, dann habe ich hier auch nochmal in Astrobin die Suche angeschmissen und da kann man ja unter anderem auch hier nach der Aufnahmedauer das Ganze sortieren, das heißt, jetzt werden die Bilder mit der meisten Belichtungszeit ganz nach vorne gereiht. Und siehe da, also viele Bilder sieht man nicht, wo man überhaupt so einen Sternstrom sieht, aber es ist jetzt witzigerweise gerade vor wenigen Tagen, also nachdem eigentlich ich mein Bild fotografiert habe, wurde dieses Bild hier hochgeladen. Und das ist echt der Hammer, also so eine tiefe Aufnahme habe ich sonst nirgendwo gesehen. Das sind jetzt hier 56 Stunden Belichtungszeit, aber vermutlich unter einem ziemlich dunklen Himmel und vor allen Dingen mit einem 1 Meter Spiegel, also schon mit einem ziemlich professionellen Equipment. Ja, und was soll ich sagen, hier sieht man es halt auch nochmal sehr, sehr deutlich. Hier eben dieser Sternstrom, hier ist er auch am dunkelsten, hier wieder leicht schwächer, hier dann noch ein bisschen schwächer. Geht bis hier hervor zu diesem einen hellen Stern. Und genau das war ja jetzt hier auch bei meinen Bildern hier. Gehen wir nochmal hier auf diese mit 19 Stunden Belichtungszeit. Hier am stärksten, hier wird schwächer, hier auch nochmal ganz schwach bis ungefähr hierhin. Ja, hier in Flick habe ich dann auch noch eins entdeckt, wobei hier glaube ich wieder ein bisschen herumgemahlen wurde, weil das ist jetzt hier genauso stark wie eigentlich das hier. Was eigentlich nicht ganz richtig ist.
Ja, dann möchte ich euch hier nochmal die entsternte Version von einem stark gestreckten Bild zeigen, weil ich glaube, hier sieht man es dann nochmal ein bisschen deutlicher. Jetzt hier von meiner Aufnahme, also hier nochmal dieser Sternstrom bis hier ungefähr rüber. Und was hier auch noch ganz spannend ist, auch hier bei der Galaxie sieht man hier so ganz dezent, ja, so ein bisschen Nebelstruktur. Und wenn ich jetzt auch das mal hier lade, dann sieht man auch hier in dem Fall, dass hier so eine leichte Nebelstruktur zu erkennen ist. So, dann möchte ich euch hier noch mein finales Ergebnis zeigen von dieser 40 Millionen Lichtjahren entfernten Galaxie. Ja, also so sieht das Ganze jetzt hier bei mir final aus. Ich habe halt darauf geachtet, dass das Ganze möglichst natürlich aussieht. Ich wollte es auf keinen Fall übertreiben. Und vor allen Dingen, ich habe hier auch nirgendwo speziell jetzt nachgemalt, dass das halt irgendwie stärker noch rauskommt, sondern ich wollte da wirklich nichts manipulieren, sondern eben genau so, wie ich es quasi fotografiert habe. Natürlich schon das Ganze ein bisschen angepasst hier, dass die Galaxie nicht überbelichtet ist, so wie hier natürlich. Also das schon, das ist klar, also die Dynamik, das muss man ja immer ein bisschen anpassen. Aber ansonsten, gerade diesen Sternstrom, da habe ich halt nichts herumgemalt. Man sieht es auch hier eindeutig, hier ist es am hellsten. Man sieht auch hier sogar noch ein bisschen Struktur bei mir im Sternstrom. Also man sieht es hier, ist ein bisschen heller, hier ein bisschen dunkler. Ist schon eigentlich, denke ich mal, für so ein Amateur-Equipment ziemlich cool. Und auch hier sieht man noch eindeutig diesen Sternstrom. Ich kann sie hier mal nur zum Zeigen nochmal stärker strecken, falls es jetzt hier die YouTube-Komprimierung ein bisschen kaputt gemacht hat. So sieht man es natürlich jetzt noch deutlicher, das ist ganz klar. Ja, bei der Galaxie gibt es dann auch noch zum Teil im Internet falsche Namen und ich habe das Ganze dann hier mal beschriftet und zwar habe ich da auch ein bisschen herumgegoogelt und dann eben dieses Bild hier gefunden. Und zwar nennt sich eben die ganze Galaxie NGC 5907. Aber hier befindet sich eben so ein Knoten in dieser Galaxie und das nennt sich dann NGC 5906. Und das wird nämlich oft ein bisschen falsch dann auch im Internet beschriftet. Das heißt, da wird eben die ganze Galaxie zum Teil als NGC 5906 beschrieben. Aber eigentlich ist hier nur ein kleiner Knoten in dieser Galaxie, was eben die 06 hat. Die gesamte Galaxie wird eben mit 5907 bezeichnet. Ja, ich verlinke euch unter das Video auch den Link hier zu meiner Homepage, dann könnt ihr euch das auch noch mal gerne in Ruhe alles ansehen und auch durchlesen, beziehungsweise hier auch noch mal meine Aufnahmedaten, das gesamte Equipment habe ich eben hier angegeben. Ja, der Durchmesser von der Galaxie wird in Wikipedia mit 150.000 Lichtjahren angegeben. Und ich habe jetzt nicht wirklich was dazu gefunden, wie lang dieser Gezeitenstrom ist hier. Und ich habe es halt jetzt hier einfach mal so ungefähr quasi ja, geschätzt. Also hier würde ich mal sagen, sind es ungefähr so lang, wie halt die Galaxie hier breit ist. Dann hier nochmal und bis hierhin habe ich halt einfach mal so angenommen, werden es ungefähr 500.000 Lichtjahre sein. Deshalb habe ich das jetzt hier einfach mal so hingeschrieben hier, dass dieser Gezeitenstrom eben circa 500.000 Lichtjahre sich weit in den Raum hineinstreckt. Aber diese Entfernung oder diese Länge von diesem Gezeitenstrom habe ich jetzt nicht ganz so finden können auf die Schnelle. Das habe jetzt ich einfach mal so geschätzt und dann hier mal hingeschrieben. Ja, wenn man jetzt hier mal ein bisschen reinzoomt in dieses Bild, das ist so immer spannend, finde ich. Also da kann man immer noch ganz fantastische Hintergrundgalaxien entdecken. Also ihr seht auch schon hier eine, zwei, drei. Also generell, das Bild ist wirklich voll von Hintergrundgalaxien. Ja, es wird euch jetzt vielleicht in diesen Tagen ein bisschen bekannt vorkommen durch dieses Bild vom neuen James Webb Teleskop. Auch hier befindet sich eine Galaxie. Hier eine Galaxie, hier eine Galaxie. Ja, hier oben befindet sich auch noch eine Galaxie. Ja, alles in allem bin ich echt zufrieden mit diesem Bild, mit diesem Ergebnis. Und ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber also ich bin absolut begeistert
dass man überhaupt die Möglichkeit hat, in diesen Zeiten mit relativ einfachen Amateur-Equipment da also Ergebnisse zu erreichen, die quasi noch vor wenigen Jahren nur diesen riesengroßen Teleskopen in den Observatorien vorbehalten war. Und mittlerweile kann man das quasi vom Garten aus fotografieren. Also das finde ich schon extrem beeindruckend. Ja, damit herzlichen Dank fürs freundliche Zusehen. Teilt es wieder gerne mit euren Astrofreunden, damit auch der Kanal ein bisschen wächst wieder in Zukunft. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Kanal. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif. Bis bald. Ciao, ciao.